heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Lidschatten selber herstellen kann. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ihr seht meine Farbpalette, stehen hier wie die kleinen Gartenzwerge aufgereiht und den Sternenstaub. Das habe ich letzte Woche schon gemacht, habt ihr vielleicht in dem Film auch schon gesehen. Aber ich möchte euch jetzt heute zeigen, wie mache ich das dann überhaupt in der Praxis. Ich brauche so ein kleines Schüsselchen. Und ich nehme dann die Farbpigmente. Ihr nehmt das natürlich dann aus der kleinen Dose. Ich habe den Vorteil, ich habe da ein bisschen mehr von. Aber ich muss euch das ja auch alles hier in den Rezepten zeigen. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr Material. Ich habe jetzt das Dunkelgrün genommen. So ein Löffelchen. Das könnte man vergleichen mit einer Messerspitze. Und nehme jetzt ungefähr dieselbe Menge an dem Blue Velvet. Und das gibt einen ganz, ganz tollen Farbton. Dann verrühre ich das. Ich halte das mal so ein bisschen ins Licht, damit man das etwas besser sehen kann. Gut ist, wenn das Töpfchen schmal, aber hoch ist, damit man das rühren kann. Und wenn ich dann meine Wunschfarbe habe, das könnte ich jetzt auch immer noch ein bisschen variieren, dann gebe ich ein bisschen von diesem fertigen Pulver in so ein leeres Pfännchen. Bitte immer schön mit Kleenex-Tuch arbeiten, weil das staubt ja auch etwas links und rechts daneben. Dann drücke ich das mit dem Löffelchen schon ein ganz, ganz klein bisschen so fest. Und dann nehme ich ein 2-Euro-Stück und das wickle ich in Frischhaltefolie ein, weil das 2-Euro-Stück passt genau in dieses leere Fännchen hier rein. Macht das nicht zu voll, weil das staubt sonst nur links und rechts drüber. Und dann drücke ich das so hier rein und presse mit meinem ganzen Gewicht, das ist bei mir eine ganze Menge, presse das einfach so zusammen. Am besten probiert es auch nur mit so kleinen Mengen aus. Das ist jetzt kein volles Fännchen, so wie man das kaufen könnte, muss es aber nicht sein. Ihr könnt natürlich dann nochmal in zweiter oder dritter Schicht drüber gehen, aber nehmt die Farbmenge lieber für eine andere Farbe. Aber ich zeige es euch trotzdem mal, dass es dann auch noch mehrfach geht. Also man kann das dann auch nochmal und nochmal machen. Bitte nicht erschrecken, man hat das Fännchen voll Pulver, drückt runter und dann ist es viel weniger. Klar, durch die Verdichtung. So, das wäre also jetzt ein matter Lidschatten, den ich frisch gepresst habe, so wie er hier auch in der Palette schon enthalten ist. Wenn man jetzt sagt, ich möchte da aber einen glitzernden Lidschatten draus machen, wie dieser hier zum Beispiel, den habe ich gestern gemacht, dann hält das nicht mit Pressen. Das ist ein wieder der dunkelgrüne Ton mit ein bisschen Schwarz drin und mit Frozen Limette. Guckt euch das mal an, wie der auf der Haut brilliert. Schön, ne? Also diese Lidschatten, sobald da die Sternenstaubpartikelchen drin sind, kann man nicht auf diese Art und Weise machen. Das lässt sich nicht pressen, das würde auseinanderbröseln. Da gibt es einen anderen Trick. Ich nehme jetzt mal ein ganz klein bisschen Farbe hier weg, weil das zu viel ist. Also ungefähr diese Menge und dann gebe ich mir mal die blauen Kristalle dazu. Also gestern habe ich das mit grün gemacht, wie man hier sehen kann. Und dann gebe ich mir die blauen Kristalle dazu. Das ist ja hier mit dieser Lochdose sehr schön dosierbar, indem ich da einfach nur so ein paar Mal draufklopfe. So ungefähr die Menge. Man kann sagen, ja, vielleicht ein Fünftel der Menge Sternenstaub unterrühren, aber da ist keine Grenze. Das kann man so machen, wie man es halt vom Glitzeranteil möchte. Aber man muss nicht denken, dass man das 1:1 braucht. Also das hier glitzert jetzt auch schon schön. Und dann nehme ich mir entweder Alkohol aus der Apotheke. Einfach ist es vielleicht, an den Kühlschrank zu gehen und man nimmt sich etwas Wodka. Bitte jetzt nicht den Wodka da reinschütten, weil das würde viel zu viel. Man kann das ganz schlecht dosieren. Übrigens mit Eislöffelchen kann man auch wunderbar arbeiten, wer solche kleinen Löffel, wie ich da liegen habe, nicht habe. So, dann gibt man sich eine ganz kleine Menge rein, ähnlich wie beim Zuckerguss rühren. Und guckt erstmal, ist das so in Ordnung oder muss dann noch ein bisschen. Also hier kann dann tatsächlich doch noch etwas dazu. Aber bitte immer erstmal tropfenweise, weil wenn es zu flüssig ist, ist das nicht so schön. Bis ihr dann eine zähflüssige Masse habt. So, das kann man sehen, das gibt so einen Brei.
Wenn das getrocknet ist, kann man das übrigens in dem Behälter auch drin lassen. Das ist von dem, was ich gestern gemacht habe. Und dann könnte man auch hier aus dem Behälter noch ein wenig arbeiten. Oh, das ist jetzt nochmal eine andere Farbe. Das ist auch wieder mit dem blauen Kristall. Ne? Da sind jetzt nicht ganz so viel drin wie hier diese grünen. Also wascht das nicht unbedingt aus, sondern stellt das zur Seite. Und dann könnt ihr da auch noch ein paar Mal Augen-Make-up machen. So, und diese Masse, die gebt ihr dann auch wieder in so ein leeres Fännchen hinein. Einfach nur so reinklopfen. Ups, da habe ich nicht ganz gezielt. Und zum Schluss klopft ihr es einfach nochmal so auf die Unterlage, bis sich das dann so komplett gefüllt hat. Und dann streicht er das glatt. Ganz zum Schluss nochmal so aufklopfen. Dann wird das in der Oberfläche ganz glatt. Und dann lasst das über Nacht trocknen. Und dann gibt das einen solchen schönen glitzernden Lidschatten. Das hier hatte ich für euch schon vorbereitet in den Paletten. Das ist schwarz, immer mit diesen unterschiedlichen Pigmenten drin. Also immer wieder dieselbe schwarze Farbe mit den unterschiedlichen Pigmenten. Dann könnte man auch so verschiedenfarbige Flächen machen. Hier sind zum Beispiel die ganzen Blautöne in matt und da ist nur so eine ganz kleine Ecke an Glitzer drüber. Also habe ich erst die Matten gepresst und dann so von dem Sternstaub ein bisschen drüber gegeben und den Sternstaub etwas angepresst. Dann ist das wieder hier gegossener Lidschatten und hier wieder gepresster. Und so könnt ihr euch die unterschiedlichsten Paletten gestalten mit den verschiedenen Nuancierungen, ob es in Grün ist, in Blau ist, in Lila. Der passt jetzt nicht unbedingt hier rein, aber der passt deshalb hier rein, weil der genauso schön ist wie die anderen. Was ich da jetzt noch reinfülle, weiß ich nicht. Ich habe ja hier noch ein bisschen Material. Wenn man das für unterwegs transportieren möchte, dann ist das am besten in solchen Sortierkästen. Vielleicht kann die Kamera noch mal einmal hier hinein. Das ist violett mit Blau. Und da sind dann die grünen und violetten Glitzerpartikelchen drin. Ich gehe jetzt auch mal mit meinem Finger da nochmal rein, um das zu zeigen. Ein bisschen mehr. So. Ist das nicht schön? Diese Farbrezepturen werde ich euch in den nächsten Tagen online stellen. Ihr habt 13 Grundfarben zur Verfügung. Diese matten Töne plus 7 Glitzerfarben und was ihr daraus basteln könnt, das ist ja eurer Fantasie überlassen. Ich habe jetzt am Adventssonntag was zu tun. Ich mache nämlich jetzt ganz viele Lidschatten, um die zu verschenken. Und ihr könnt ja vielleicht jetzt in der Zwischenzeit erstmal Kaffee trinken und dann guckt ihr euch den Film nochmal an. Vielleicht bekommt ihr ja Lust, selber auszuprobieren. Tschüss!